Heute Morgen die Kabine der U8 des HFC. Vor der Partie gegen Buna Halle Neustadt, Trainer Sebastian Günther. Ich möchte, dass ihr heute auch mutig seid, dass ihr zielstrebig seid in Richtung gegnerischen Strafraum und dann natürlich auch den mutigen Torabschluss sucht. Von den Kleinen zu den großen Rot-Weißen. In Bielefeld hätte das auch Trainer Sven Köhler seinen Männern mit auf den Weg geben können. Mutig zunächst aber nur die Gastgeber. Erster Arminia-Angriff, 5. Minute, 1:0 für Bielefeld. Schlechter hätte es für die Hallenser kaum losgehen können. Dabei waren die jüngsten HFC-Fans doch so optimistisch. Sie gewinnen. Warum? Weil sie gewinnen müssen. Und wie das geht mit dem Siegen, zeigen die kleinen Rot-Weißen gleich mal selbst. Mutig spielen sie nach vorn, werden belohnt. 1:0 führen die 7- bis 8-jährigen Talente zur Pause. Nachmachen, ihr großen Rot-Weißen. In Bielefeld musste der HFC sein Tor aber erstmal vor weiterem Ungemach schützen. Eismann zu ungestüm, 11 Meter. Zum Glück haben sie einen Darko Horvat. Der 39-Jährige hält seine 11 im Spiel. Dabei steht bei den Jüngsten eigentlich ein anderer hoch im Kurs. Nico Kranitz, weil ich ihn gerne mag. Was ist an dem so toll? Weil er viele Tore schießt. In der 42. Minute hätte Kranitz seinem guten Ruf gerecht werden können. Doch er verzieht. So liegen die großen Hallenser in Bielefeld zur Pause 0:1 zurück. In Halle zeigen die rot-weißen Erstklässler dann in Hälfte 2, wie man mit einem Gegner kurzen Prozess macht. 4:0 gewinnen die F-Junioren des hallischen Nachwuchszentrums am Ende. Trainer Günther vor allem mit dem mutigen Spiel zufrieden. Die erste in Bielefeld wird, denke ich mal, auch mutig spielen und wird in Bielefeld, denke ich mal, auch mit 2:1 gewinnen. Als hätten sie es im 330 Kilometer entfernten Bielefeld gehört. 74. Minute, Dennis Mast mit dem 1:1 Ausgleich. Reicht das zum Unentschieden? Nein. 88. Minute, HFC-Innenverteidiger Coyola mit einem Eigentor. Die großen Rot-Weißen verlieren mit 2:1. Mut machen die jungen Wilden.